Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Nachklang zur Kollektivrückführung, die ich heute für dich aufgenommen habe. Das war ja dein Wunsch gewesen. Du hast ja abgestimmt im Community-Beitrag und hast dich für die Kollektivrückführung entschieden gehabt. Und als ich die heute aufgenommen habe, bin ich erstaunt gewesen, dass es doch noch recht ein grosser Teil, vor allem auch der zweite Teil, sich so stark am Thema Liebe und Beziehung gewidmet hat, beziehungsweise Partnerschaft. Und eigentlich ist das grundsätzlich gleichwohl nichts Erstaunliches, weil das so ein grosses Thema ist im persönlichen und auch im spirituellen Wachstum, um uns eben können zu erkennen im Rahmen von unserer eigenen Liebesfähigkeit und ja, eben von der Bewusstseinsentwicklung im Kontext von Liebe und Partnerschaft, Beziehung, jede Form von Partnerschaft und Beziehung ist hier natürlich ein unmittelbarer Spiegel und bietet eine enorme Möglichkeit, sich können, ja, wie gesagt, darin zu spiegeln und auch darin zu erkennen. Was ja sowieso jetzt in diesem Herbst ganz ein grosses Thema wird sein, das uns sowieso noch begleiten wird, bis und mit Weihnachten. Und nach der Rückführung habe ich gemerkt, dass es auch in mir, natürlich vermutlich wie bei jedem, der das gehört hat, ganz vieles in Schwingung gebracht. Ja, wir können uns dem eigentlich fast nicht entziehen, weil wir Mensch sind. Und umso älter unsere Seele wird, umso mehr erinnert sie sich natürlich an solche Gegebenheiten, die wir alle erlebt haben. Ja, sei das in diesem Leben oder auch aus vergangenen Leben oder aus vergangenen Leben und in diesem Leben, wenn wir uns so richtig auf das spezialisieren wollen. Und das ist ein natürlicher und auch ein normaler Prozess. Ja, und aus diesem Grund habe ich gedacht, ich möchte gerne noch eine Karte ziehen, einfach so als Nachklang zu dieser Kollektivrückführung, um so ein bisschen wie noch zu spüren, ja, nochmal die Seiten anzustimmen, anzuzupfen, um den Klang können noch zu spüren, auch von außen betrachtet, außerhalb von dieser Rückführung selber. Und dann ist da die Karte gekommen, weißt du noch? Und ich weiß nicht, vielleicht hast du das gesehen. Ich nehme sie da mal schnell auf. Das sind so Praline. Die haben Gold drauf. Und da hängen sie zwei Cognac-Gläser. Und mit dieser Karte sehe ich einfach, dass die kollektive Rückführung bei uns allen in unserem Erinnerungsvermögen, im seelischen Erinnerungsvermögen exakt die Seite anstimmen, wo wir unsere ganz persönliche Resonanz haben, und zwar in diesem Winkel. Ja, schüsst exakt in diesem Winkel, wie es für uns darf angestimmt werden und wie es eben dann auch mit uns wird in Resonanz schwingen. Und der Ton, ja, die Frequenz, könnte man vielleicht auch sagen, ist natürlich bei jedem etwas anders, aber es ist auch sehr gut und sehr schön spürbar anhand von dieser Rückführung, die ich gemacht habe, die eine archetypische Energie in sich trägt und somit universell auf alle Menschen kann adaptiert, angewendet werden, weil das bei allen etwas anderes fängt in Resonanz an zu klingen. Und das ist ja dann auch am Schluss das, was bei ganz vielen Menschen eben die Stimmung auch erzeugt, dass sie sich nachher darin erkennen. Also der Spiegel ist auch hier an dieser Stelle sehr, sehr klar, sehr rein und bringt ganz einen klaren Ton hervor. Und in Bezug auf die Karte, weißt du noch, ist mir einfach auch ganz fest nochmal ins Bewusstsein gekommen für all die Menschen, ja, die schwierige, herausfordernde Beziehungen haben oder hatten oder ja, vor allem auch hatten,
dass was auch immer das in dir innen angeregt hat, dass das ganz eine tiefe Veredelung wird bekommen, jetzt auch in dieser Zeit. Gell? Auch als uralte Seele können wir uns nicht von dem entziehen. Wir sind auch ein Teil von diesen Lebensgeschichten. Wir hocken alle im gleichen Boot. Und der Resonanzkörper, gerade auch von einer uralten Seele, ist natürlich viel weiter als jetzt von einer jungen, reifen Seele. Ja? Und dementsprechend können dort auch ganz viele andere Nuancen und auch ganz viele andere Töne im Rahmen von diesem Erinnerungsvermögen, ja, das seelische Erinnerungsvermögen, aktiviert werden und somit schallt das noch ganz intensiv noch auf ganz viele feine Nuancen, feine Frequenzen, die in dieser Zeit jetzt auch nochmal gerade relevant sind, um diesem Prozess wirklich die Veredelung zu geben. Ja, auch wenn es vielleicht wirklich noch im einen oder anderen Aspekt mit Schmerz verbunden ist. Ja, weil auch mich hat das irgendwie so betroffen gemacht, so, oh nein, schon wieder so komplizierte Liebesverbindungen, das braucht ja wirklich nie mehr. Aber ja, tatsächlich ist gang und gäbe, es wird erlebt, ja. Und ja, es ist eine Veredelung, ja. Es ist eine Veredelung, wo einfach nochmal all die Erinnerungen aktiviert, reaktiviert, um dem wie so eine Glanzspülung zu geben und auch eine Hochwertigkeit im Rahmen auch von einer Selbstbetrachtung innerhalb von diesen Prozessen, wo man steht, ja, so quasi als Standortbestimmung und somit auch zu sehen, wie weit man eigentlich schon gekommen ist. Ja, weil wir haben hier wirklich fünf Trüffe, so wunderschöne Schokolade-Trüffe und überall hat es hier so Goldsplitter drauf. Und die schönen Cognac-Gläser, das ist wirklich es deutet einfach von einer sehr, sehr hohen Qualität auch hin. Das ist für die, die so ein bisschen sagen, nein, also du, ich habe jetzt langsam durch mit den komplizierten Beziehungen und mit den Verstrichungen und mit den Verwirbelungen und mit Liebe, die irgendwo hängen bleibt oder sich nicht erfüllen lässt oder die unerwidert ist, etc. etc. Also es ist wirklich nur noch ein Resonanzschwingen auf einer Veredelungskur. Ja, dem könnte man so eigentlich sagen. Das ist so der Teil A. Ich trinke hier noch einen Tee. Teil B ist, bei denen, die noch mitten in diesen Storys hängen, da sehe ich, dass es eigentlich wie so darum geht, dass du zu diesem Praline wirst. Ja, aber dir ist das noch nicht bewusst, weil du bist mitten in der Story drin. Ja, du bist noch mitten in der Story drin. Und die Schleifprozesse sind noch nicht ganz so weit vollendet, als dass du schon ganz das kannst sehen und kannst wahrnehmen, was auf dich wartet. Weil der Unterschied jetzt, ja, vielleicht auch der Unterschied zu mir, auch in meinem Fall, gell, ist, dass hier die Weisheit noch gefüllt werden darf. Und die Weisheit besteht in dem, dass dein Praline, ja, dass du, was du bist, wer du bist in deinem Leben, noch die richtige Füllung muss bekommen. Und darum habe ich das ja in den letzten Orakel immer und immer wieder erwähnt. Du musst wirklich auf dein Innere kommen, um ganz gut zu prüfen und auch zu spüren, was ist eigentlich genau in deinem Inneren, ja, dass du nicht oberflächlich bleibst. Und auch gut zu überprüfen, was gibst du deinem Inneren. Ja, und das muss wirklich eine absolut hervorragende Trüffelfüllung werden. Ja, wenn es das nicht ist, wenn es etwas Unreines ist, oder wenn es noch nicht in die reine Kultur, in die höhere Kultur von dir selber gekommen ist, dann bist und bleibst oberflächlich.
Und das darf nicht passieren. Und die Oberflächlichkeit, die kannst du dann in deinem Leben spüren, wenn du merkst, hey, Sachen gehen nicht vorwärts oder es läuft nicht so, wie ich es gerne hätte oder es geht mir schlecht. Ja, wenn es dir schlecht geht, dann spätestens dann sollst du oben bling machen. Und du sollst verstehen, was du dir zuführst. Ja? Ob das gute Sachen sind, ob das gute Menschen sind, mit denen du zusammen bist. Ja, es gibt effektiv Menschen, auch Menschen, die hier zuschauen auf dem Kanal, ich glaube, das darf ich sagen und das muss ich auch sagen, die noch nicht in dieser transformierten Energie sind. Ja, sie haben noch nicht die Schwingung erreicht und das braucht Zeit. Das ist viel, viel Arbeit, die dort dahinter ist und es braucht viel Geduld und auch viel Sorgfalt, um mit diesen Prozesse wirklich ins Reine zu kommen und sorgfältig und sauber und exakt können zu schauen und auch zu unterscheiden, was brauche ich denn da für eine Füllung? Ja? Was braucht es da alles für das Trüff, dass das wirklich schön wird? Und gell, das Trüff ist am Anfang ein leerer Schoki-Hohlkörper. Das heisst, wenn du dich innerlich leer fühlst, ja, wirklich leer, sinnentleert in deinem Leben, dann hat das mit dem zu tun, dass du die Inhalte noch nicht gefunden hast. Und vielleicht fühlst du dich nicht ganz so leer, aber nicht erfüllt, dann ist der Inhalt nicht der richtige. Ja? Und darum wiederhole ich es einfach nochmal und ich wiederhole mich so lange, bis ich spüre, dass es in diesem Resonanzfeld, wo ich hier rede, im Kollektiv, Widerhall gibt, dass ich es nicht mehr muss sagen, los auf dein Innere und schau, was du deinem Inneren zuführst. Ob du dir die guten Sachen zuführst, die dir gut tun, das kann im einen oder anderen Fall ganz unterschiedlich ausfallen und auch eine komplette Lebensveränderung mit sich bringen. Ja? Die Art und Weise, wie du lebst, ist das überhaupt deins? Oder haltest du die Sachen einfach so aufrecht, um zu überleben? Ja? Und dann musst du ja nicht verwundern, wenn es dir so geht, wie im ersten Fall, wo wir gehört haben im Rahmen von dieser Rückführung. Und das ist dramatisch. Tatsache ist aber auch, dass wenn immer Licht auf dich fällt, dass du automatisch in einen Prozess von der Transformation kommst und auch von einer Beleuchtung eben von deinem Inneren, um zu erkennen, was bei dir wie noch im Schatten liegt, was bei dir noch nicht geklärt ist, was bei dir auch in eine Klärung und in eine Reinigung und in eine Heilung und somit in eine Energieerhöhung und auch in der Folge in eine Transzend möchte ich kommen. Ja, darum sind ja ganz viele spirituelle Programme auch mit Detox verbunden. Oder ganz viele spirituelle Programme appellieren an Vegetarismus. Ja, weil wenn du dich vegetarisch ernährst, dann wirst du grundsätzlich viel leichter, also nicht leichter an Körpergewicht, das vielleicht auch, aber deine Energie wird leichter. Ich sage das nicht, das ist nicht meine Philosophie, weil ab einem gewissen Grad an spiritueller Reife kannst du dich nicht nur vegetarisch oder vegan ernähren, das geht einfach nicht. Ja. Also so muss man auch nicht sein mit sich. Wenn das für dich stimmt, ist das ein guter Weg, das muss jeder für sich entscheiden. Aber du bist Mensch und da gehört auch der Konsum von Fleisch vielleicht bedingt dazu. Ja. Darum schau doch gut, was du dir zuführst. Nicht nur an Nahrung, auch an geistiger Nahrung natürlich. Und natürlich auch, was sinnstiftend ist für dich in deinem Leben. Und das Ziel von all diesen Prozessen ist, dich in deine Veredelung zu bringen und
durch die Energieerhöhung findet natürlich auch nochmal die Transformation von diesen Schatten statt, von diesen unerfüllten Aspekten, beziehungsweise das Licht wird exakt auf, in diesem Winkel so auf dich gerichtet, dass du das ganz eindeutig und klar kannst spüren, wo liegt in diesem Moment mein Schatten und wie kann ich den transformieren. Was voraussetzt, dass du spürst, wo das deine Probleme sitzen. Ja, das ist immer der erste Teil, die Erkenntnis von dem, was bei dir in die Heilung muss gehen und auch nach Transformation ruft. Und die sehr präzise Abgabe von Licht, von Energie, von Liebe, von dieser Beleuchtung, ja, das ist wie so eine ganz konzentrierte Strahlung, die auf dich abgegeben wird, kann exakt den Knopf bei dir drücken, um all die Themen zu aktivieren, die vorher im Verborgenen waren. Ja, weil Schatten im Schatten kann sich nicht erkennen, genauso wie sich das Licht im Licht selber nicht erkennen kann. Also es braucht immer eine Mischung, damit das sich transformieren und wandeln kann. Und wenn Licht auf die nicht beleuchteten Themen, beziehungsweise Liebe in die nicht beleuchteten Themen kommt, dann kann das plötzlich so wie ein Aufreissen geben von ganz vielen alten, niederen Strukturen, die irgendwo so unbearbeitet in deinem System gehangen sind, die einfach wie jetzt aufgerissen werden und durchgeputzt und durchgefegt werden für dass das kannst loslassen und transformieren und in deine Veredelung dürfst kommen. Ja. Es ist somit eigentlich auch sehr ein sehr schöner Prozess. Auch nicht immer nur einfach, aber wenn du dich vergleichst mit dem Praline, ist doch das etwas Schönes, nicht wahr? In diesem Moment ist gerade so eine Liebe spürbar. Vielleicht spürst du das auch, so eine sanfte Vibration am Herzen. Ein feines Pulsieren. Und das ist deine Liebe. Die Liebe für dich, für deine Prozesse, für dein Heilwerden, für dein Ganzsein. Im Einklang mit dir sein, dass du dir treu bist und bleibst. Aber auch, dass du im Zuge von all diesen doch sehr intensiven Aufräumprozessen klar kannst anfangen erkennen, was du für Bedürfnisse hast. Ja? Wonach du dich sehnst, was du möchtest in deinem Leben haben. Und mit dieser Sehnsucht meine ich natürlich auch das, was du dir als Seele vorgenommen hast für das Leben. Und dass sich das auch erfüllen darf. Und glaub mir, es wird sich auch erfüllen, wenn du so weit bist. Wenn du weiter transformiert bist, weiter geheilt, dann kommt das. Das ist ganz klar. Du kannst das nicht verfehlen und dass du das spürst in dieser Zeit. Dass da so eine treibende Energie um ist, ist ja nur da, dass du eben Ordnung machst mit dir und mit deinem Leben, um ins Reine zu kommen. Mit dir und deinem Leben. Ja? Die Prozesse sind so simpel und so komplex gleichzeitig. Und wenn man selber so ein Akteur ist im Rahmen von seiner eigenen Lebensverstrickung,
braucht es sehr viel Distanz. Einerseits, um sich klar zu sehen, und andererseits aber wirklich auch, gerade wenn du Anfänger bist, hilf, dass du dort rauskommen kannst. Und dass du dich kannst befreien von dem, was sich in deinem Leben so ein bisschen als Knuddelmuddel zeigt, weil eben das Licht drauf gekommen ist. Das Bewusstsein, auch dein Bewusstsein, das sich natürlich im Zuge von diesen Prozessen auch wandelt und erweitert. Und somit die in eine neue Betrachtung und auch in neue Betrachtungswinkel und neue Betrachtungsposen möchte führen. Ja. Gut. Der Kristallschädel möchte ich noch etwas sagen. Ja, Melchior, was möchtest du noch sagen? Oh, dein Herz ist aus Gold, sagt er. Und darum ist es wichtig, dass du deinem Herzen gut schaust, deinem Herzen Sorge trägst. Und dein Herz achtest und deine Liebe öffnest und befreist für einen Neuanfang. Für einen Neuanfang in der Liebe. Und dass du die wahre Liebe, die wahre Liebesgefühl du darfst zulassen und darfst lernen, vertrauensvoll zu lieben. Und dass deine Geistführer, dein geistige Team, all die Wesen, die dich begleiten, dich dabei unterstützen, dein Herz zu zeigen, deine Liebesgefühle zu zeigen. Und vertrauensvoll bei dir und bei deinen Gefühlen zu bleiben, im Wissen darum, dass sie wirklich pures Gold sind. Und dass das Gold aus der Reinheit von deiner Seele kommt. Du selber hast das möglicherweise vergessen im Zuge von deinem Leben. Und darum sagen wir es dir jetzt nochmal, dass du dich erinnerst, wer du bist und dass sich ganz viele Schichten bei dir am Lösen sind, auf unterschiedlichsten Ebenen, wo die nichts als nur hemmen und drücken und schwer machen, wo dich fernhalten von der wahren Liebe, wo du ja in deinem Herzen spürst, wo möchte geteilt werden und was ist falsch daran, Liebe zu teilen? Nichts ist falsch daran. Es ist ja nur deine alte Angst, von zurückgewiesen zu werden, von unnötigen falschen Anstandsmuster, das macht man doch nicht, das kann man doch nicht. Wo eben auch genau durch diese Liebesschwingung auch an den Tag treten, dass du sie kannst spüren und kannst sehen und erkennen und somit befreien und lösen. Und genau das nennt sich dann eben auch Schwingungserhöhung und persönliches Wachstum. Also vertraue deinen so goldigen Gefühl von deinem Herzen. Bleib deinem Herzen treu. Erinnere dich, dass deine Seele dir das pure Gold
schickt und über dein Herz möchte ausgedrückt werden. Und erlaubt dir das zu fühlen. Angstfrei zu fühlen, auch wenn im gleichen Atemzug viele Ängste mit aktiviert werden. Aber das ist nichts anderes als heilig. Wenn du weiter fortgeschritten bist in diesen Prozessen, Jahre später, dann wirst du das gut verstanden haben. Und darum ist es wichtig, an dieser Stelle für dich jetzt nochmal dich zu konzentrieren, dich zu sammeln, bei dir zu bleiben. Und auf dich zu hören, die Enthüllung, auf die du wartest, wird kommen. Doch zuerst lernst du, bei dir zu sein, bei dir zu bleiben, dir selber treu zu sein und aus dem stabilen Halten von deiner Selbsttreue wirst du die Antwort vom Universum bekommen. Glaub mir, es wird eine schöne Antwort sein. Die Antwort wird dir gefallen. Und dir ein grosses Glück bereiten. Und es wird eine Erfüllung sein von deinem Traum. Oder von deinem von deinen Träumen, die du jetzt träumst, in dieser Zeit, wenn du das Video schaust. Weil, wenn ich dir eins darf sagen, was zu dir gehört, kommt zu dir. Es findet den Weg zu dir, weil es ist wie Wasser. Formless, shapeless und ewig fließend. In diesem Sinn, mach's gut, hab einen schönen Abend oder eine schöne Nacht oder einen schönen Morgen oder einen schönen Tag. Und bis gleich. Ciao.